ist menschenverachtend. Wenn du die Freiheit hast, alles zu bauen, dann hast du halt die Freiheit, alles zu bauen, dann können Arschlöcher auch Scheiße bauen. Rechtsextreme verpacken ihre Ideologien in Spielen wie diesem, in dem das Halle-Attentat von 2019 nachspielbar ist, und vernetzen sich über Gaming-Plattformen. Wenn wir beispielsweise einfach mal nach Profilen auf Steam suchen, die wie Hitler im Namen haben, sehen wir, dass wir mit wenigen Klicks über 31.000 Profile finden. Die Sicherheitsbehörden versuchen dagegen vorzugehen. Die Herausforderung für uns ist eben die, dass es offensichtlich in der Perversität des Menschen nach oben keine Grenzen gibt. Welche Verantwortung tragen Plattformbetreiber und Gamer? Also wenn man das sieht, sofort melden, und da ist tatsächlich die Schwarmintelligenz der Gamer sehr, sehr wichtig. Für Exactly suchen wir Antworten auf die Fragen: Welche Verantwortung tragen die Spieleplattformen? Was macht die Polizei gegen diese rechtsextremen Inhalte? Und wie agiert die Politik? Ein Rechtsextremist versuchte am 9. Oktober 2019 in die Synagoge von Halle zu gelangen. Das schaffte er nicht. Er tötete aber zwei Menschen in diesem Viertel. Was aber umso unvorstellbarer ist, ist, dass jemand das ganze Attentat als Spiel auf eine Spieleplattform hochgeladen hat. Eine Plattform, auf der auch Kinder unterwegs sind. Und die Täter müssen auch Wissen aus dem Stream oder dem Prozess haben. Denn die Details sind so weitgehend, dass hier auch das Auto zu sehen ist, das der Attentäter benutzt hat, und auch die Munitionskiste im Spiel zu erkennen ist. Bis heute weiß niemand, wer das Attentat nachgebaut und auf die Plattform gestellt hat. Gefunden hat das Spiel ein Team rund um Mick Prinz. Er ist Experte für Gaming und Rechtsextremismus. Wir treffen ihn in Berlin an einem besonderen Ort. Mick Prinz sucht gezielt auf Plattformen nach rechtsextremistischen Inhalten. Darüber klärt er seine Follower in den sozialen Medien auf. Lass ruhig noch ein Stückchen reinlaufen. Ich bin schon wirklich lange, ehrlich gesagt, hier nicht mehr durchgelaufen. Man kommt ja super oft hier vorbei, aber wenn man hier durchgeht, wenn man sich durch diese stehenden Gänge hier bewegt, hat das Ganze eine sehr beklemmende Art und Weise. Es ist sehr erdrückend, man fühlt sich sehr einsam. Es ist zwischendurch auch teilweise zumindest sehr ruhig und man hört gar nicht viel vom restlichen, sehr lauten Berlin. Das heißt, man fühlt sich sehr isoliert, und da, finde ich, funktioniert dieser Erinnerungsort sehr gut. Gleichzeitig führt dieser Ort aber auch zu einer Wut bei mir. Ich bin auch häufig wirklich sauer, wenn ich an diesem Ort vorbeifahre. Nicht nur, weil man an die Gräueltaten der Nazis erinnert, sondern weil ich auch daran denke, wie aktuell beispielsweise Rassismus und Antisemitismus wieder normalisiert wird in unserer Gesellschaft. Ja, wie war das für dich damals, als ihr unterwegs wart, euch diese Spielwelten unter anderem bei Roblox angesehen habt und entdeckt habt, es gibt da das Halle-Attentat? Was hat das mit dir gemacht? Es hat mich ehrlich gesagt nicht überrascht, dass wir das da gefunden haben, weil Rechtsextreme genau versuchen, diese offenen Türen zu nutzen. Sie versuchen genau, diese Räume zu nutzen, wo sie eigene Inhalte bauen können. Das haben wir in der Vergangenheit schon in unterschiedlichsten digitalen Welten gesehen. Dass sie das bei Roblox machen, hat mich nicht überrascht. Trotzdem hat mich schockiert, wie akkurat sie versuchen oder wie akkurat versucht wurde, dieser Anschlag nachzubauen. Und so sieht die Startseite aus. Auf Roblox können kostenlos ganz unterschiedliche Spiele gespielt und auch selbst erstellt werden. Und das mit nur wenigen Mausklicks. Wir haben das selber ausprobiert. Ich habe mir hier einen rothaarigen Avatar genommen und ein Spiel gebaut, in dem eine Waffe genutzt werden kann. Im Menü hier an der Seite können ganz einfach Modelle in das eigene Spiel hinzugefügt werden, zum Beispiel Personen und verschiedene Waffen. Eigentlich ist das Gute an Roblox, dass man hier ganz leicht selbst kreativ werden und eigene Spiele erstellen kann. Rechtsextreme missbrauchen das aber. Denn genau so sind auch diejenigen vorgegangen, die auf Roblox das Halle-Attentat nachgebaut haben. Mick Prinz arbeitet für die Amadeo-Antonio-Stiftung, die das Ziel hat, die Demokratie zu stärken und gegen Rechtsextremismus vorzugehen. Dafür beobachtet Prinz regelmäßig mit seinen Kollegen, was Rechtsextreme auf den Plattformen posten und verbreiten. Und das nicht nur auf Roblox, sondern zum Beispiel auch auf Steam, der weltweit größten Gaming-Plattform, auf der Games gekauft und heruntergeladen werden können. Täglich spielen hier über 69 Millionen Menschen aus aller Welt. Hier chatten Spieler und tauschen sich in Foren aus. Mick Prinz zeigt uns, wie diese Plattform auch missbraucht wird. Genau, aber das sind jetzt einfach Screenshots aus Spielen, die sie hier auf ihren Profilen teilen. Das müssen auch gar nicht irgendwie eindeutig rechtsextreme Dinge sein. Das kann jetzt hier zum Beispiel auch nur ein Strategiespiel oder ein Shooter sein, der im Zweiten Weltkrieg spielt. Wir sehen zum Beispiel, das Profil spielt auch das Spiel Sniper Elite 5. Das ist jetzt kein rechtsextremes Spiel, aber gerade Spiele, die im Zweiten Weltkrieg oder um den Zweiten Weltkrieg spielen,
werden gerne von Rechtsextremen gespielt, weil es dazu dann häufig auch Modifikationen gibt, wo man dann beispielsweise auf einmal die Waffen-SS spielt oder wo dann eben Hitler ins Spiel integriert wird. Es scheint keine Mechanismen und Einschränkungen zu geben, welche Namen sich die Spielenden auf Steam geben können. Ich zeige euch das mal eben hier. Wenn wir beispielsweise einfach mal nach Profilen auf Steam suchen, die wie Hitler im Namen haben, die den Begriff Hitler im Namen haben, sehen wir, dass wir mit wenigen Klicks über 31.000 Profile finden, die sich nach Hitler benennen. Täglich kommen hunderte weitere mit diesen Profilnamen dazu. Deshalb kritisiert McPrince die Plattformen und die Sicherheitsbehörden. Seiner Meinung nach sollten diese aktiver gegen Rechtsextremismus im Gaming-Bereich vorgehen. Ich glaube, das machen viele Sicherheitsbehörden auch, dass sie sich versuchen, einen Überblick zu verschaffen, was gibt es hier eigentlich, aber es ist schlicht und ergreifend einfach auch wahnsinnig viel und man ist auch auf die Zusammenarbeit mit den Plattformen angewiesen. Was muss eben Politik tun und die Plattformen, damit genau das sich ändert, damit sich da was dreht? Hier würde ich sagen, müsste man an mehreren Stellschrauben drehen, es müsste an ganz vielen Stellen was passieren. Ich sehe die Verantwortung bei Plattformen, dass sie ihre eigenen Guidelines durchsetzen, dass sie auch stärker proaktiver moderieren. Ich sehe das Problem aber auch bei der Politik, dass man auf der einen Seite nicht nur Gesetze gegen Hass im Netz formuliert, sondern diese auch umsetzt, sowohl in sozialen Medien, aber auch in Gaming-Plattformen. Politik muss also etwas ändern. Wir treffen uns in Halle mit Sebastian Striege von den Grünen. Er war für seine Partei im Untersuchungsausschuss zum Halle-Attentat dabei. Schon da forderte er, dass die Polizei mehr tun muss, online präsenter ist. Als Abgeordneter hat er das Innenministerium in einer kleinen Anfrage gefragt, was sich seit dem Anschlag bei Online-Ermittlungen getan hat. Was waren denn Ihre Erkenntnisse? Das, was man an Zahlen im parlamentarischen Raum erhält von der Landesregierung, gibt nicht wirklich was her. Es ist klar, es gibt einzelne Aktivitäten. Sachsen-Anhalt hat ein Cybercrime-Kompetenzcenter beim LKA. Es gibt Beamtinnen und Beamte der koordinierten Internetauswertung. Es gab auch mal eine Internetstreife, aber zum Beispiel, wie oft die tatsächlich auf Streifentätigkeit im digitalen Raum ist, lässt sich aus den Antworten der Landesregierung nicht wirklich ersehen. Die Anzahl der eingeleiteten Ermittlungsverfahren ist jedenfalls erschreckend niedrig. Erschreckend niedrig, sagt Striege. Und das, obwohl die Zahl der Cyberverbrechen stark zugenommen hat. Von fast 2000 Fällen hat sich die Zahl der Verbrechen fast vervierfacht. Nur 18% davon werden überhaupt aufgeklärt. Einzig Taschen- und Autodiebe werden in Sachsen-Anhalt noch weniger ermittelt. Woran liegt das? Unsere Annahme am Personal. Wir fragen konkret beim Innenministerium Sachsen-Anhalt an. Unsere Frage, ob es einen Zuwachs beim Personal und Budget gibt, wird nicht beantwortet. Auf die Frage, ob sich Rechtsextremisten mit Spielen vernetzen, antwortet das Land sogar: Es liegen keine eigenen Erkenntnisse über den Missbrauch von Spielen als Vernetzungsinstrument vor. Wir haben alle Bundesländer angefragt, mit wie vielen Beamten sie im Internet auf Streife sind. Polizei ist Ländersache und darum antwortet auch jedes Bundesland anders. Einige Bundesländer wollen keine Auskunft über ihr Personal geben, aus Sicherheitsbedenken, zum Beispiel Rheinland-Pfalz oder auch Niedersachsen. Andere Bundesländer sind da offener. Schleswig-Holstein hat spezielle Dienststellen für Cyberermittlung. Und Bayern hat im Bereich Cybercrime offenbar mehr Experten im Netz als alle anderen Bundesländer, die uns geantwortet haben, zusammen. Aktuell werden über 400 Spezialisten in diesem Bereich eingesetzt. Doch selbst 400 Spezialisten ändern nichts an der Tatsache, Spiele zu Attentaten wie in Christchurch oder Buffalo tauchen immer wieder auf den Plattformen auf. Wir zeigen Sebastian Striegel eine Aufnahme des nachgebauten Halle-Attentats auf Roblox. Die Spielenden können dabei auf die Synagoge schießen, genau wie auf vorbeilaufende Passanten. Das ist menschenverachtend. Was anderes kann man dazu schlicht nicht sagen. Solche Szenen nachzuspielen, das also wie eine Art Reenactment zu begreifen, das geht einfach gar nicht. Und da braucht es mehr Anstand der Plattformbetreiber. Ne? Das ist das eine. Also solche Spiele müssen gesperrt werden. Das können die Plattformbetreiber auch. Spätestens wenn jemand sowas meldet, muss das dann auch wirksam gesperrt werden. Roblox selbst hat das nachgebaute Halle-Attentat mittlerweile von seiner Plattform gelöscht. Aber gut ein Jahr war es dort zu finden, nachdem es im März 2022 veröffentlicht wurde. Und im Untersuchungsausschuss zum Halle-Attentat kam heraus, auch die Polizei hatte damals Probleme, schnell den Livestream der Tat zu finden. Ein Polizist, der am Tag des Attentats in Halle im Dienst war, sagte den Abgeordneten im Landtag: Er halte eine Recherche nach entsprechenden Streams in der Akutphase eines solchen Einsatzes für eine Polizeiinspektion auch nicht für durchführbar. Gern hätten wir mit dem zuständigen Landeskriminalamt in Magdeburg darüber gesprochen, wie sich die Arbeit der Beamten nach dem Attentat verändert hat.
Wir bekamen jedoch eine Absage. Dann haben wir uns bundesweit umgehört, doch nur Sachsen wollte uns zeigen, wie im Internet ermittelt wird. Deswegen fahren wir jetzt nach Dresden. Hier ermitteln Polizisten gegen Cyberkriminelle, auch bei Hass, Hetze und rechtsextremen Spieleinhalten. Stellvertretend für ein Team von Ermittlern spricht Mario T. mit uns. So nennen wir ihn, weil er anonym bleiben will. Hass und Hetze im Netz würden auch ihn und sogar seine Familie gefährden. Wenn Spieler problematische Inhalte finden und diese bei der Online-Wache Sachsen anzeigen, würde diese Anzeige ihn und sein Team erreichen. Dann wird's für Mario T. und seine Kollegen meist knifflig. Wir schauen dann, gibt's Informationen, die er öffentlich beispielsweise zur Verfügung stellt, wo wir sehen, okay, der ist noch da und da unterwegs. Also wir machen jetzt nicht immer ein Gießkannensystem, dass wir sagen, wir gucken grundsätzlich in alles, sondern das Ziel ist ja immer, zum Beispiel einen straffällig gewordenen Nutzer zu identifizieren. Was würde denn das personell bedeuten, wenn Sie sagen würden, Sie würden sowas machen wollen? Also sprich, Sie würden jetzt dezidiert durch das Netz durchkämmen auf solche Inhalte, so wie man es von der klassischen Streife kennt, wenn da ein Hakenkreuz an der Hauswand ist, ist das ja auch etwas, was die Polizei automatisch quasi verfolgt. Der digitale Raum, der ist, was ein Polizeibeamter da erfassen kann innerhalb von 24 Stunden bzw. 8 Stunden Dienstzeit, das ist natürlich auch endlich. Das wäre eigentlich ein Sachverhalt, der müsste mit gigantisch vielen Beamten hinterlegt werden. Also das ist wenig realistisch. Unendlich viele Inhalte brauchen unendlich viele Polizeibeamte. Darum sehen Experten wie Mick Prinz die Plattformen wie Roblox und Steam in der Pflicht. Das sieht auch die Polizei so. Also da würde ich mir wünschen, dass die Plattformbetreiber da mehr Geld investieren, Mitarbeiter ausbilden, vernünftig ausbilden und dann eben auch durchaus eine bessere Moderation und Kontrolle ihrer Inhalte durchführen. Die Polizei bestätigt uns, in Einzelfällen kooperieren die Plattformen mit der Polizei. Aber beim LKA wird deutlich, wenig Personal für unendlich viele Inhalte. Wie Rechtsextreme diese Inhalte zur Vernetzung nutzen könnten, darüber sprechen wir in Thüringen mit dem Chef des Verfassungsschutzes. Stefan Kramer ist seit 2017 der Leiter der Behörde. Er sieht die Gefahr von Spielen als Vernetzungsinstrument. Besonders für die rechtsextremistische Szene ist aber die Plattform oder dienen die Gaming-Plattform zu viel, viel mehr als eben nur Kommunikation. Hier geht es darum, sich zu motivieren. Hier geht es darum, sich in einer virtuellen Welt aus der realen Welt zu verabschieden und dort tatsächlich den Lebensstil, den Way of Life des Rechtsextremismus zu leben. Sich auch in entsprechenden Shooting-Games ganz klar mit Waffen auseinanderzusetzen, gegenseitig zu messen, aber auch eben Anschlagsszenarien durchzuspielen. Der Halle-Attentäter hatte sich genau auf diesen Plattformen bewegt. Seine Ideologie findet sich auch in dem Spiel zum Anschlag wieder, das mittlerweile gelöscht ist. Kramer verwundert nicht, dass es das Spiel überhaupt gab. Werden auch Spiele genutzt, gerade aus der Neonazi-Szene, um Radikalisierung voranzutreiben? Das sind sozusagen die Perversitäten, wenn Sie so wollen, aus meiner Sicht zumindest, oder die darin gipfelt das Ganze letztlich gesehen nur. Die Herausforderung für uns ist eben die, dass wir mit diesen technischen Radikalisierungs- und Publizierungsmöglichkeiten Schritt halten müssen und dass es offensichtlich in der Perversität des Menschen nach oben keine Grenzen gibt. Kramer bestätigt uns, dass seine Behörde aufgerüstet hat. Details über die Arbeit seiner Leute behält er für sich. Unser Fazit: Die Ermittlungsarbeit ist für die Polizeibehörden ein Fass ohne Boden. Unsere Recherche zeigt, durch den Föderalismus wird ihre Arbeit erschwert. Die Vernetzung Rechtsextremer kann die Polizei nur schwer verhindern, auch weil es an Polizisten fehlt. Deswegen ist die Polizei auf Hinweise von allen Spielenden angewiesen. In Deutschland gibt es allein über 34 Millionen Gamerinnen und Gamer, die genauer hinschauen könnten. Einer von ihnen ist Stefan Bliemel, besser bekannt als Steinwallen. Der Gamer zockt History Games auf YouTube vor über 95.000 Abonnenten. Er spricht in den Videos mit seinen Zuschauern über geschichtliche Inhalte und ordnet diese in ihren jeweiligen Kontext ein. So begann damals seine Liebe zu Games. Ich bin mit diesem Medium Anfang der 90er, nach der Wende, ich komme aus der ehemaligen DDR, da bin ich als Kind aufgewachsen, bekannt geworden und war gleich fasziniert. Und dann kam eins zum anderen bei Freunden, erstmal C64 und dann irgendwann, ich glaube 93 oder 94, der erste PC. Und
Ja, da hat man natürlich nicht nur Schulaufgaben gemacht, sondern auch gespielt. Er spielte schon immer gerne Spiele mit geschichtlichen Themen, lernen, ohne dass man es merkt also. Denn Spiele können gut verschiedene Systeme abbilden und erfahrbar machen. Fast logisch, dass er später auch Geschichte studierte. Ende 2012 veröffentlichte er schließlich sein erstes YouTube-Video zu einem Geschichtsspiel. Seitdem baut er seine Community auf und ist noch aktiver Teil der Gaming-Szene. Rechtsextremismus sieht er in seiner eigenen Gaming-Bubble als kein Problem. In meinem persönlichen Umfeld, also das heißt mit meinen Zuschauern, mit denen ich in Kontakt bin, die ich spiele, die Entwickler und Publisher, die ich kenne, erlebe ich das tatsächlich nicht. Ich beschäftige mich mit Games, die einen historischen Hintergrund haben, aber tatsächlich wird auch dieser historische Hintergrund so gut wie nie genutzt, um irgendwie jetzt über Kommentare irgendwie eigene Ideologien einzuspeisen und schon gar nicht Rechtsextreme. Es gibt ganz, ganz wirklich wenige Fälle in den letzten Jahren, wo das mal passiert ist und dann blocke ich das sofort. Wenn deine oder unsere Community zum Beispiel auf Steam oder in Videos rechtsextreme Inhalte entdeckt, wie sollte man am besten vorgehen? Was ist dein Tipp? Wenn man das sieht, sofort melden. Und ich glaube, je mehr das tun, umso schneller geht das dann auch, umso besser ist das. Ich glaube, da ist tatsächlich die Schwarmintelligenz der Gamer sehr, sehr wichtig, dass man da einfach gemeinsam initiativ wird und aktiv wird. Und dann macht es eben schon einen Unterschied, ob ein Einzelner oder tausend eine Sache melden, ob eine Plattform vielleicht aktiv wird. Aktiv werden bereits einige Gamerinnen und Gamer, wenn man sich ihre Social-Media-Profile anschaut, wie Mick Prinz erzählt. Es gibt ein Problembewusstsein in der Gamer-Szene, es könnte aber größer sein, findet er und nennt uns jene, die sich offen gegen Rechtsextremismus aussprechen. Stay wäre hier zu nennen, der regelmäßig wie deutlich macht, dass er keinen Bock hat auf Rechtsextremismus in seinen Communities. Hand of Blood macht das oder beispielsweise auch ein Fabian Siegesmund. Das sind alles Leute, die in ihren Communities auch Vorbilder sind und irgendwie auch darstellen, hey, nehmt diese Dinge nicht einfach so hin, wehrt euch auch, wenn euch solche Sachen auffallen. Und das finde ich wahnsinnig wichtig, dass man Rechtsextremismus auch im Gaming nicht hinnimmt. Habt ihr online schon mal rechtsextreme Inhalte gesehen und vielleicht sogar gemeldet? Schreibt uns eure Erfahrungen in die Kommentare. Zu den über 34 Millionen deutschen Gamerinnen und Gamern gehören auch Kinder und Jugendliche. Die Schülerinnen und Schüler der 8b der Eichendorff-Schule in Erlangen kennen sich bestens mit Spielen aus. Zum einen werden hier Spiele im Unterricht gespielt. Zum anderen zockt der Großteil der Schüler auch zu Hause, unter anderem auf Roblox. Hast du schon mal Roblox gespielt? Ich spiele immer noch, ja. Immer noch? Das heißt sehr regelmäßig? Ja, nee, eigentlich jeden Tag. Auf Roblox gibt es halt mehr Plattformen, aber es ist halt nicht so diese Grafik, die ich geil finde. Through the Darkest of Times heißt das Spiel, das die Klasse im Unterricht spielt, während wir sie besuchen. Im Stil einer Graphic Novel können die Schülerinnen und Schüler in verschiedene Rollen schlüpfen und die Zeit des Nationalsozialismus erleben. Das ist das Spiel, über das wir auch mit Steinwallen gesprochen haben. Es ist jetzt besser als normaler Unterricht. Also es hilft auch wirklich viel mehr. Die Schüler müssen im Spiel eine Widerstandsgruppe aufbauen und Unterstützer gewinnen. Aber eine Bombe lass nicht so riskieren, weil das letzte Mal konnten wir es dann nicht mehr machen. Der hat einen Punkt, das wird zu gefährlich. Mit der Widerstandsgruppe planen sie Aktionen. Dabei müssen sie aufpassen. Wenn etwas schief geht, sinkt die Moral in der Gruppe und sie könnte sich auflösen. Jede Entscheidung, die in einem Spielzug getroffen wird, beeinflusst den nächsten. Aber ihr habt ja schon echt viele Unterstützer dabei. 29 ist ja echt gut. Ja, soweit. Ach, bist du nicht so gut? Hättest du gerne noch mehr Unterstützer? Ja, schon. Manche Aktionen sind gefährlicher als andere. Risiko extrem. Okay, wir machen das. Wir machen das. Alle ihre Entscheidungen haben Auswirkungen. Das Ziel, das nationalsozialistische Regime zu besiegen. Genau, also es gibt ja ganz viele verschiedene Aktionen. Wonach entscheidet ihr so, was ihr machen wollt? Wir sprechen uns eigentlich allgemein ab, was wir machen. Zwei Projekttage lang begleitet das Spiel Through the Darkest of Times die Klasse. Am ersten Tag wird gespielt und am zweiten ausgewertet, was die Schüler gelernt und wie sie sich entschieden haben. Zur Auswertung kommen wir später nochmal zurück. Die Entwickler dieses Spiels treffen wir in Berlin. Jörg Friedrich ist der Gründer des Game-Studios Paint Bucket Games. Sein etwa 20-köpfiges Team aus Programmierern, Game-Designern, Grafikern und vielen mehr entwickelt Spiele, mit denen Wissen über Nationalsozialismus und Rechtsextremismus vermittelt wird. Ich schreibe tatsächlich Production Code.
Sie wollen aufklären und sich für die Demokratie einsetzen. Damit sind sie sehr erfolgreich. Vor allem mit dem Spiel, das wir uns gemeinsam anschauen. Mit Through the Darkest of Times gewannen sie 2020 in zwei Kategorien beim Deutschen Entwicklerpreis. Also Through the Darkest of Times spielt von 33 bis 45, beginnt mit der Ernennung Hitlers zum Kanzler. Und man spielt eine Zivilperson, ganz normalen Menschen, so wie du und ich, der sich entscheidet, okay, das ist jetzt so krass, ich muss jetzt was tun. Und so entsteht während des Spielens aus der einen Person irgendwann eine Widerstandsgruppe, die aus ganz verschiedenen Menschen, die unterschiedlich alt sind und verschiedene Ansichten haben, besteht. Sie haben im Spiel, wie damals auch in Wirklichkeit, ein Ziel. Dass dieses Regime weg muss und dass wir wieder unsere Freiheit zurückbrauchen, darauf konnten sie sich einigen. Und dafür haben die ihr Leben riskiert, dafür haben die riskiert, ins Gefängnis zu gehen und schlimmsten Unbill zu erleiden. Das wollten wir halt erzählen, weil wir das einfach so eine starke Geschichte finden, gerade in diesen Zeiten. Er gibt uns Einblicke in den milliardenschweren Spielemarkt. Auch wenn es sich um ein fiktives Spiel handelt, das viele reale Fakten mit einbezieht, ist sich Friedrich der Verantwortung, die Entwicklerinnen und Entwickler haben, bewusst. Darf man solche ernsten Themen spielerisch umsetzen? Ich will weder Täterporn schaffen, also etwas, wo Täter sagen, oh, das ist aber cool, ich wollte schon immer einen KZ-Wächter in Auschwitz spielen, und ich will gleichzeitig das Thema aber nicht trivialisieren. Wir zeigen Spieleentwickler Jörg Friedrich ebenfalls die Aufnahme des mittlerweile gelöschten, nachgebauten Halle-Attentats auf Roblox. Zur Erinnerung, auf Roblox kann jeder ganz einfach Spiele selber bauen. Ja, ich meine, das kommt halt mit der Freiheit, ne? Also wenn du die Freiheit hast, alles zu bauen, dann hast du halt die Freiheit, alles zu bauen, dann können Arschlöcher auch Scheiße bauen. Mhm. Aber ich meine, das Beruhigende ist doch, dass sie es nur in dieser Qualität hinbekommen, so, und finde ich so, und also viel problematischer finde ich ja Sachen, die sozusagen wirklich überzeugend sind, ne? Ich glaube, die Leute, die das gut finden, da ist eh Hopfen und Malz verloren. Das Game-Studio Paint Bucket Games veröffentlicht seine Spiele auf Steam, damit sich Gamer diese dort herunterladen können. Ein typisches Vorgehen für Game-Studios. Was Jörg Friedrich dabei gemerkt hat, es gibt einen Mechanismus, der Spiele prüft und entscheidet, ob sie freigeschaltet werden oder nicht. Auch wenn die Beispiele von McPrince nicht den Anschein erweckt haben. Das Game-Studio Paint Bucket Games hatte Probleme beim Upload seines neuen Spiels The Darkest Files. Darin geht es ebenfalls um das Thema Nationalsozialismus. Im Sinne der Aufklärung sind im Spiel verfassungsfeindliche Symbole zu sehen. Wir konnten erstmal die Seite nicht freischalten und mussten in eine längere Korrespondenz gehen mit Steam, um die zu überzeugen, dass es schon in Ordnung ist. Und dass wir haben ja auch eine Altersfreigabe von der USK zum Beispiel. Und die kriegt man nur, wenn man verfassungsfeindliche Symbole hat, kriegt man die nur, wenn eindeutig ist, dass der Kontext nicht problematisch ist zum Beispiel. Und das hat sie dann überzeugt, und damit konnten wir es dann freischalten. Denn die rechtliche Lage sieht so aus. Grundsätzlich ist es verboten, verfassungswidrige Symbole wie das Hakenkreuz zu zeigen und zu verbreiten. Es gibt aber Ausnahmen. Hakenkreuze dürfen im Lernkontext gezeigt werden oder wenn sie der historischen Darstellung dienen, wie in Filmen oder eben auch Games. Jörg Friedrich erklärte das genauso Steam. Bei seinem Spiel handle es sich um den Lernkontext und die historische Darstellung. Das akzeptierte die Plattform dann auch. Vor der Erklärung hätte Steam ihm gesagt, dass er sein Spiel The Darkest Files überall veröffentlichen könnte, nur nicht in Deutschland. In diesem Land gäbe es mit Blick auf das Thema Nationalsozialismus andere Regeln. Gerne hätten wir auch die Plattformen gefragt, wie und ob überhaupt Inhalte geprüft werden. Und wie kann es sein, dass es veröffentlichte rechtsextreme Postings und Games auf Steam gibt, aber The Darkest Files, das einen Lernkontext hat, erst einmal eingeschränkt wurde? Trotz mehrerer Anfragen bei Steam und Roblox blieben unsere Fragen unbeantwortet. In Berlin treffen wir Shidem Uzunolu, die sich als Geschäftsführerin der Stiftung Digitale Spielekultur regelmäßig mit verschiedenen Akteuren der Games-Branche, aber auch mit Politikern und Forschenden trifft. Als Expertin ist sie gefragt, wenn es um geschichtliche Spiele und Erinnerungskultur geht. Deshalb spielen wir während unseres Gesprächs Through the Darkest of Times. Denn das Medium Spiel ist für Shidem Uzunolu ein besonderes.
Bei Filmen oder wenn ich ein Buch lese, natürlich berührt mich das emotional. Natürlich kann ich in die Geschichte tief einsteigen, aber ich bin passiv. Ich kann in die Handlung nicht eingreifen. Und bei Games ist das so toll, und das zeigt auch besonders dieses Spiel, dass ich proaktiv die Geschichte mitgestalten kann. Deshalb sind Spiele für Usunolu auch ein wichtiger Teil der Erinnerungskultur. Sie helfen, Bezüge von der Vergangenheit zur Gegenwart zu ziehen und das Vergangene nicht zu vergessen. Wie an diesem Beispiel beim Spielen deutlich wird. Mehrere SA-Soldaten stehen um einen jüdischen Mann herum, schlagen ihn. Wir können uns entscheiden, einzugreifen oder nicht. Das Ausprobieren im Spiel fände ich auf jeden Fall interessant. Mhm. Das können wir sehr, sehr gerne machen. Und wir wählen mal. Wir greifen die jetzt an. Hätte ich jetzt auch intuitiv gesagt. Lasst den Mann in Ruhe oder ihr werdet es bereuen, sage ich. Und balle meine Fäuste. Die Männer umzingeln, ich ball gerade wirklich meine Fäuste. Also da merkt man halt, wie man bei Games wirklich in die Geschichte irgendwie sich hineinbegibt. Jetzt die Option, muss ich mich an solchen Szenen gewöhnen? Oder? An so etwas werde ich mich nie gewöhnen. Deshalb betont Usunolu auch, wie wichtig politische Bildungsarbeit ist. Dass in Schulen präventiv über Rechtsextremismus noch stärker aufgeklärt werden müsse. Und das geht laut Usunolu mit Games besonders gut, weil sie Teil der Lebensrealität der Jugendlichen seien. Was die Schüler der Klasse 8b in Erlangen beim Spielen gelernt haben, erfahren wir jetzt. Ja, schönen guten Morgen. Wir kommen heute zum Teil 2 von dem Projekt, der Auswertung des Ganzen, was für mich jetzt sehr spannend ist. Wir waren gestern alle ganz begeistert, wie ihr gespielt habt, dass ihr auch alle so dabei wart und halt auch wirklich intensiv die vielen Stunden da dabei geblieben seid. Was mir persönlich super gut gefallen hat, ich habe bei vielen gesehen, dass sie auch die Texte wirklich gelesen haben und nicht nur immer weiter geklickt haben. Ja, von daher bin ich sehr gespannt, wie es jetzt losgeht. Anil Dink ist der Workshop-Leiter. Er hat die Schüler beim Spielen angeleitet und geholfen und wertet jetzt mit ihnen das Erlebte aus. Wie ging es euch mit dem Spiel? Gut, aber ich will es eigentlich noch weiterspielen. Ich will es jetzt zu Ende schaffen. Wollen wir jetzt durch den Kapitel 1 gehen und uns ein paar Szenen dazu angucken und schauen, wie ihr euch da entschieden habt? Also Hände hoch, Widerstand? Keine Ahnung. Widerstand. Okay. Was ist in dieser Szene passiert? Herum und geschubst und so, weil er ein Jude war. Mhm. Und man hatte dann halt die Möglichkeit, dem alten Mann zu helfen oder mit dem Fahrrad oder was man halt dabei hatte oder so, weiterzufahren. Also wir haben dem Mann geholfen und er hat uns dann sein Kodak gegeben. Tatsächlich gibt es auch Spielversionen, wo der dann später nochmal auftaucht und einem was schenkt, was ihr auch braucht im Spiel. So bespricht die Klasse die vielen verschiedenen Szenen, ihre Eindrücke und virtuellen spielerischen Entscheidungen. Der Workshop-Leiter fasst am Ende die Antworten der Schüler zusammen. Und im Spiel war es ja tatsächlich so, dass viele gesagt haben, hey, ich wäre eingegriffen, ich hätte dem Mann, den jüdischen Mann geholfen, der von SA-Soldaten geschlagen wird. Oder ich hätte eingekauft, auch wenn das steht, kauf nicht bei Juden. Und da stehen uniformierte Menschen davor, eventuell bewaffnet. Und dann kam aber natürlich die Übertragung aufs Heute. Wie gesagt, haben ja eingekauft, hätte ich, wenn es nicht illegal wäre, gesetzlich. Aber eingegriffen hätte ich wahrscheinlich nicht, weil dann die Gefahr höher ist, dass ich selbst verletzt werde. Wie wird es mit dem Spiel und dem Thema bei Ihnen weitergehen? Also vorab muss ich mal sagen, dass ich sehr, sehr dankbar bin, dass wir das Spiel bekommen haben. Also da muss ich auch unserem Respect-Coach hier danken, was für uns sehr, sehr wichtige Institution ist an der Schule, diese Respect-Coaches, die uns halt ermöglichen, dann Zugang zu finden zu solchen Projekten. Also ich habe jetzt, wir werden jetzt das Spiel dann nächste Woche noch mal ein bisschen weiterspielen. Und dann, glaube ich, wird es viel einfacher werden, diese Themen aufzuarbeiten, die dann folgen. Denn Lehrer Matthias Bracher will anknüpfend an das Spiel jetzt von der virtuellen Welt in die reale. Demnächst fährt er mit seinen Schülern nach Dachau zur KZ-Gedenkstätte. Wir haben gesehen, das Thema Gaming ist vielschichtig. Auf der einen Seite wollen Menschen spielen, als Ablenkung oder um etwas zu lernen. Auf der anderen Seite verbreiten Rechtsextreme Hass und Hetze darüber. Aus der Sicht von Extremismusexperte Mick Prinz muss auch die Politik etwas dagegen tun.
Gaming-Plattformen werden immer noch so ein bisschen als sowas Exotisches, weit weg Seines betrachtet, wo es ja sozusagen nur um Games geht und gar nicht um die Interaktion zwischen Spielenden. Wir sehen, es wird wahnsinnig viel interagiert zwischen den Spielenden. Das heißt, die Politik sollte auch einen Blick darauf werfen, was passiert überhaupt auf den Gaming-Plattformen, und sollten wir vielleicht auch Gesetze gegen Hass im Netz, Gesetze, die beispielsweise auf strafrechtlich relevante Inhalte eingehen, auch auf Gaming-Plattformen anwenden. Im Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen erlebe ich immer wieder, dass das überhaupt noch kein Thema ist, dass die ganze Frage von Online-Gaming, von Streams, von Plattformen bei vielen überhaupt nicht hinterlegt ist an Wissen. Und ich glaube, es gehört auch für politisch Handeln dazu, sich da einen eigenen Kenntnisstand zu erarbeiten. Fest steht, Spiele sind ein Milliardengeschäft. Und wer will schon Kunden vergraulen, indem er sich einmischt in die vermeintlich freie Meinungsäußerung? Gefordert sind die Plattformen. Im Zeitalter von Algorithmen, von KI und so, könnten sie natürlich da schneller und besser reagieren. Und wenn wir rechtsextreme Spiele oder Formate hochladen, dann gehört es selbstverständlich dazu, dass man dann genauer hinschaut, was ist wirklich künstlerische Freiheit und was ist schon irgendwie menschenverachtend und wo werden auch Menschenrechte verletzt. Neben der Politik braucht es Gamer und Plattformen mit mehr Problembewusstsein im Umgang mit rechtsextremen Inhalten.